In einem Hadith, wieder bei Bukhari und Tirmizi, das ist ein längerer Hadith, da sagt unser Prophet, es existierte nur Allah und vor ihm war nichts. Und sein Thron war über dem Wasser. Danach erschuf er Himmel und Erde und hat in den Zikr, in den Lewhi Mahfuz, alles dokumentiert, in der Harddisk. Imam Qurtubi berichtet in seinem Werk, da sagt er, von Ka'b berichtet er, Allah erschuf einen grünen Rubin. Dann blickte er mit seiner Majestät und Allmacht auf ihn. Ein grüner Rubin. Und danach hat er seinen Blick auf ihn gewendet. Durch diese Furcht wandelte es sich zitternd in Wasser um. Dieser Rubin hat angefangen zu zittern und dieser grüne Rubin wurde plötzlich zu einem Wasser verwandelt. Das ist der Grund, auch wenn es sich nicht bewegt scheint, dafür, dass es bis heute das Wasser zittert und lebt. Danach erschuf Allah den Wind und legte das Wasser darauf. Dann platzierte er seinen Thron auf dem Wasser.